Riesenlärm für Hessischer Rundfunk! Hallo. So viele junge, attraktive Menschen hier heute Abend. Ich beneide euch. Ehrlich. Und ich frage mich, wie das wohl so ist, wenn man nicht so eine Nachgeburt ist wie ich. Chris, wie geht's weiter? Moment. Das mit dem Genpool. Ah ja, genau. Ich muss euch sagen, wie es ist. Mein Genpool ist eher so eine Ebola-verseuchte, stinkende Pfütze. Ihr seht ja mein Gesicht. Tut mir übrigens leid. Wie ihr seht, ist mein Hautbild ja für jeden Dermatologen jetzt eher so ein Albtraum. Mit knapp 16 fing das buchstäblich von einem auf den anderen Tag an. Als hätte der liebe Gott gesagt, so du Missgeburt, fuck you in particular. Viel Spaß damit. Und jetzt nicht so, oh mein Gott, ich bekomme einen Pickel auf der Stirn. Wie soll ich heute Abend auf die Party mit meinem Schwarm? Wie in der Klerasie-Werbung. Sondern schon so richtige Pestbeulen, die ein Eigenleben führen. Imagine, ihr seid im Club. Ihr spürt ordentlich den Vibe und seid richtig am Grinden. Auf einmal dreht sich das Mädel vor euch um, macht, spuckt euch an und geht weg. Als Missgeburt gehst du jetzt deine mentale Checkliste durch, wie im Cockpit. Liegt's an meinem Mundgeruch? Nein, check. Liegt es an dem leicht analen Geruch aus meiner ungewaschenen Hose? Nein, check. Liegt es an meinem glitzernden Totenkopf gefakten Ed Hardy-Shirt? Vielleicht, check in Klammern. Nein, es liegt daran, dass mir im Gesicht so eine Pestbeule geplatzt ist und mir jetzt die Sülle die Visage runterläuft. True story. Ich sag's euch, wie es ist. Ihr hört Jonas die ganze Zeit lachen. Hier vorne ein guter Kollege von mir, der lacht, weil er die ganzen Storys aus erster Hand kennt. Und da hörte das Elend nicht auf. Was musste ich alles über mich ergehen lassen, weil sogenannte Experten genau wussten, was hier zu tun ist. Tolle Antibiotika, bei denen du einmal im Monat zur Blutentnahme musst, weil das so ein Teufelszeug ist. Da hatte der Beipackzettel eine eigene Verpackung, so viele mögliche Nebenwirkungen hatte das Zeug. Ich sag's euch, nach der ersten Einnahme ist mir das eine Auge zugeschwollen. True story. Einfach so, als hätte ich eine draufgekriegt. Seitdem trage ich familienintern wahlweise den Spitznamen Forrest Whitaker oder Karl Dall. Denn genau so sah ich aus. Oder wenn du zur Kosmetikerin geschickt wirst, zur Folter schlechthin, die man dann ganz nett Ausreinigung nennt. Wenn drei so Nicoles, Tanjas oder Estelles mit vereinten Kräften auf dein Gesicht einquatschen, bis dir die Schädeldecke knirscht, ganz viel Vergnügen. Während Schweinebauch Johnson sich also gegen Geld hat malträtieren lassen, haben meine Kollegen ihre ersten richtigen Freundinnen gehabt, einen Führerschein ab 17 gemacht oder hatten richtig coole Hobbys. Ein Traum für jeden Teenager. Und wenn du dann denkst, dass im Schein der Overhead-Lampe, beim Klang der Entspannungsmusik, du Estelle unter deiner Heilerde-Maske doch etwas näher gekommen bist, bist du leider falsch gewickelt. Denn Trier ist ein Dorf und eine halbe Stunde später siehst du Estelle an der Bushaltestelle und sie tut so, als hätte sie dich noch nie gesehen. Apropos Freundin. In dem Alter war ich tief in der, ich nenne es jetzt mal, Twilight Zone gefangen. Was ist das? Moment. Das mit den Superstars. Ah ja, genau. Ihr kennt ja sicher alle Leute, die in der Klasse damals nicht unbedingt die Superstars waren. Denk mal kurz nach, genau die. Selbst die hatten früher oder später einen Freund oder eine Freundin. Gut, die waren vielleicht auch vier Klassen drunter oder auch vier Klassen drüber, aber die kannten ihren Platz. Die wussten, ich habe dem Markt jetzt nicht unbedingt viel zu bieten, heißt, der Markt bietet mir auch nicht viel. Deal. Heißt also, wenn ich meinen Fedora anhabe und beim Diavolo-Spielen eine kennenlerne, die einen Kopf größer ist als ich und die stärkste in ihrer Klasse, mache ich mich nicht über sie lustig, sondern Augen zu und durch. Hauptsache eine Freundin für die nächsten 6 bis 9 Monate. Das andere Extrem waren natürlich die Cool Kids, die noch nie einen Kosmetiker von innen gesehen haben
und deren Eltern ihnen aus der Stadt einfach so Klamotten mitbringen konnten und Achtung, die ihnen dann auch noch gepasst haben, die haben natürlich das andere Spektrum abgegrast. Und in dem Equilibrium, genau da, wo diese beiden Gruppen aufeinandertreffen, hat sich dieser Junge befunden, im Niemandsland. Ich habe jetzt kein Diabolo gespielt, aber mich über die dicken Weiber lustig gemacht. Ich habe aber auch alle 14 Tage in Kosmetika von innen gesehen und meine Mutter konnte mir schon als Baby keine Klamotten mitbringen, sondern musste mit mir in den dicken Kinderclub, wo es die Kleidung mit Übergröße gab. Wie geht's weiter? Das mit den Brettern. Ah ja, genau. Bedeutet also, nennen wir sie mal die erstrebenswerteren Damen, also die Bretter, kannten mich und haben auch mit mir interagiert. Aber problematisch mein äußeres Erscheinungsbild. Also ich hatte damals noch nicht so einen Bartwuchs. Also ich sah aus wie eine übergewichtige Lesbe mit Pestbeulen im Gesicht, gehüllt in Kartoffelsäcke und Lumpen, in die man aber noch reinwachsen soll. Mein hobbyloser Scheißcharakter noch dazu. Keine gute Basis. Wenn du dann alle anderen Mädels runterputzt und für unter deiner Würde hältst, liegst du zu Hause weinend im Bett. Ich habe damals dieses Nothing on You von B.O.B. und Bruno Mars rauf und runter gehört. Beautiful girls all over the world, I could be chasing. Bald darauf sah mein Laken aus wie ein Jackson Pollock-Gemälde. Gut, also hier hätten jetzt alle Leute gelacht, die zwei, dreimal Kunst aufgepasst haben, aber gut, kein Problem. Wild, wie lange das alles schon her ist, oder? Vieles hat sich einfach verändert. Vieles ist aber auch gleich geblieben. Beispiel, heute würde ich mich über die Mädels nicht mehr lustig machen. Warum? Weil ich mich persönlich weiterentwickelt habe? Weil ich nicht mehr so einen scheiß Charakter besitze? Nee, wer so lange auf dem Trockenen sitzt wie ich, der muss alles nehmen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Mit der Einstellung hätte ich mir und Bruno damals viel Leid erspart. Und meinem Laken auch. Vielen Dank, schönen Abend noch. Der hessische Rundfunk. Ich bin abgelenkt, weil irgendwie so, ich habe das Gefühl, ihr denkt, ich bin ein richtiges Arschloch. Moment, sorry. Also das Textlein ist für mich wie Zauberlehrling damals mit meiner Oma. Also das ist ein ganz schönes Stück gearbeitet. Moment, sorry. Moment, wie Zauberlehrling damals mit meiner Oma. Wie geht's weiter?